Hallo und herzlich willkommen zu DM Talk, dein Podcast rund um Spielleiten. Heute sprechen wir über den dritten und letzten Teil der kleinen Videoreihe zum Schreibprozess von meinem Abenteuer, was ich veröffentliche. Das Schreiben selbst, die Schreibhölle, wie ich es gerne nenne. Also seid gespannt, viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo ihr Lieben, heute sprechen wir wie gesagt über den weniger schönen Teil beim Schreiben, wie ich finde. All die Korrekturschleifen, Lektoratsrunden, Layouting, Bilder, Maps und so weiter und so weiter. Diese ganzen unschönen Sachen. Wie man hört, ist nie so mein Ding. Und das ist dann auch der Teil, der nicht so viel Spaß macht, aber leider auch gefühlt die meiste Zeit frisst. Wie im ersten Video schon gesagt, hatte ich ja da am Ende so meinen ersten Draft raus. 3 Seiten als lineare Geschichte. Danach habe ich das Abenteuerdesign geplant, die Szenen strukturiert und so weiter, was ich ausführlich im zweiten Video erklärt habe, da auch immer ein bisschen reingezoomt habe mit einzelnen Beispielen. Und man muss dazu sagen, an dem Punkt habe ich das Abenteuer natürlich schon zigtausendmal durchdacht und dann irgendwann auch mal losgeschrieben. Wie ich glaube ich auch schon im ersten Video sagte, ich bin nicht nur ein kreativer Chaot, ich bin auch ein extrem exzessiver Schreiber. Also den ersten Abenteuerentwurf, der war, glaube ich, 33 Seiten lang und das habe ich am Stück runtergeschrieben. Das war um Ostern rum. Und ich denke, das waren bestimmt so 30 Stunden Arbeit. Also natürlich jetzt nicht durchweg, aber 2 Tage hintereinander. Das war so mein Grundgerüst, womit ich dann auch die Testspiele gemacht habe. Ich schreibe in der Regel mittlerweile schon gleich in Szenen, also ein bisschen Flufftext, dann die Informationen oder Twists und Optionen, die mir so einfallen. Alles, was erstmal so im Kopf dann kommt, gehe dann Kapitel für Kapitel durch. Man muss dazu sagen, das habe ich jetzt gar nicht in dem Video davor gesagt, ich habe dann schon eine Grundlage. Ich nehme mir meistens dann so Flowchart-Papier und habe dann schon die Kapitelstrukturen mit den einzelnen Szenen dann, wie sie miteinander verknüpft sind, aufgeschrieben. Also daran hangle ich mich beim Schreiben auch lang. Das hängt dann hier irgendwo an meiner Wand. Da kann ich immer drauf gucken und dann funktioniert das auch super, ne? Dieses erstmal runterschreiben. Man muss dazu sagen, jeder Autor grundsätzlich, egal Profi oder Laie, hat so gewisse Stärken und Schwächen. Bei mir ist das Schreiben selber nicht unbedingt eine Stärke. Also Ausdruck, Grammatik, das ohne Witz, das kannst du, also gerade bei meinem ersten Draft, das kannst du keinem anbieten. Ich schreibe das einfach so, wie ich es denke, runter. Und das ist mega eine Pain, das zu lesen. Unabhängig von den ganzen Tippfehlern und dem ganzen Mist, ist das einfach nur die Hölle für jeden, der das lesen müsste. Also, ne, wenn ich das erste Mal gemacht habe, muss ich das natürlich auch glätten. Erstmal drüber arbeiten, Details hinzufügen, das ist dann so der nächste Schritt, ja, Szenen auch erweitern und das Setting erweitern, auf der Mikroebene halt dann, ich sag mal, planen in Anführungsstrichen und Dinge miteinander verknüpfen. Weil das Ding ist, beim Schreibprozess kommen dann die ganzen Ideen, weil das, was ich in den beiden Videos davor gemacht habe, das erste Video kann man sich halt einfach als Vorbereitung vorstellen, also die Grundlage, so das Fundament, worauf das Haus gebaut wird. Die zweite Prozess, den ich durchlaufe mit dem Design, mit der Struktur, das ist dann wie halt das Gerüst des Hauses, also die 4 Seiten, die man dann baut, das Gemäuer. Und jetzt hier in der Phase kommen alle Details und die denke ich mir in der Regel spontan aus. Also da bin ich weniger der Planer. Das mache ich dann beim Schreibprozess. Ich habe diese Geschichte vor Augen, ich habe meine Kopfhörer auf, ich höre Musik, bin in der Stimmung, bin in der Szene, dann stelle ich mir das bildlich vor und das schreibe ich runter. Und meine Gedanken sind in der Regel sehr, sehr schnell. Ich meine, ihr merkt das auch, wie ich spreche. Ich rede in der Regel relativ schnell in Videos. Ich bin kognitiv sehr schneller Mensch, was jetzt nicht bedeutet, dass ich grundsätzlich ein schlauerer Mensch bin als Menschen, die kognitiv langsamer sind. Diese Menschen sind grundsätzlich auch nicht dumm. Das will ich nochmal herausstellen, weil das oft so doof klingt, wenn ich sage, Menschen, kognitiv langsame Menschen, das klingt oft, als wären die Menschen doof. Das meint es nicht. Sie brauchen einfach mehr Zeit, um Dinge zu verarbeiten, was nicht schlecht ist. So, und ich bin halt das Gegenteil. So, bam, bam, schnell, 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 denken, 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 raus, raus, raus. Das ist so, so bin ich einfach. Und das merkt man beim Schreiben natürlich auch. Das ist natürlich sehr fehleranfällig, ja, weil man sich dann die Zeit halt einfach nicht so nimmt. Das muss man dann halt nachgelagert machen und das kommt dann. Wie gesagt, Details hinzufügen, Szenen erweitern, das erstmal aufschreiben. Wie gesagt, ich versuche mir von Anfang an eine gewisse Form einzuhalten, damit ich dann später beim Layouting und der Strukturierung des Dokuments natürlich nicht ganz so viele Probleme habe. Dann schreibe ich, wenn ich schon Muße habe, die ganzen Tabellen, ja, die gehören ja bei D&D auch, oder für mich einfach auch allgemein, jedes Abenteuer irgendwie mit rein, wo diese Systeme das halt hergeben.
Schon alleine so simple Sachen wie Namenstabellen bis hin zu Items ausdenken. Das sind so Sachen, das kann Stunden um Stunden Zeit kosten. Manche Tabellen sind relativ einfach, aber manche entwickeln sich halt auch über die Wochen, die du daran schreibst. Nehme ich zum Beispiel meine Namenstabelle. Am Anfang habe ich einfach nur ein W10 Namen mir ausgedacht, meistens über den Fantasy Game Name Generator. Das ist ein gutes Beispiel an dieser Tabelle. Die hat sich über die Wochen aber entwickelt. Natürlich kommen dann männliche und weibliche Namen hinzu. Und dann habe ich das noch am Ende sogar noch so erweitert, dass ich noch Nachnamen habe. Weil irgendwie, für mich ergibt das keinen Sinn, warum ich jetzt Nachnamen irgendwie brauche in der Fantasy-Welt, aber viele Leute interessiert das einfach. Und entsprechend, ja, ist das dann mit drin. So, dann hast du einfach eine Tabelle, die dreigliedrig ist mit männlichen Vornamen, weiblichen Vornamen und Nachnamen. Kann man dann gleich als Partnerschaft oder Kinder so zusammennehmen oder man würfelt einfach kunterbunt. Ja? Solche Sachen. Das braucht dann einfach Zeit. Items ausdenken. Ich bin schnell darin, mir nette, also wie ich finde, nette Items auszudenken, aber die Mechaniken, du musst die bauen, du musst die testen, du musst die gegenlesen lassen. Ich habe so meine Testlesenden, ja, die das auch gerne machen, die da draufstehen, sich sowas anzugucken, zu durchdenken. Aber das braucht halt auch Zeit, vor allem die Formulierungen sind oft zu knifflig, ja, gerade bei D&D. Du musst dich an das D&D Deutsch bzw. Englisch halten. Das hat ja einen gewissen Sinn, warum Sachen wann wie geschrieben werden. Das ist gar nicht so einfach, besonders wenn man noch so unerfahren ist wie ich. Ich bin ja nur noch kompletter Anfänger, was sowas betrifft. Das sind dann auch nicht, ich muss auch sagen, rein Mechaniken bauen ist auch nicht meine Stärke im Abenteuerdesign. Ich denke, ich bin relativ stark im Worldbuilding und im Storyaufbau, NSCs und so weiter. Da denke ich, bin ich ziemlich stark drin, das liegt mir gut. Aber auch gerade so, weil ich halt D&D schreibe, halt Mechaniken, das ist eher noch so ausbaufähig, sag ich mal. Und das Schreiben selber halt auch, das ist, da bin ich einfach, das liegt mir einfach nicht so. Dementsprechend frisst das relativ viel Zeit, ja, diese Korrekturschleifen, Lektoratschleifen. Meistens designe ich das, überprüfe das dann halt nochmal auf Rechtschreibung, Grammatik, Ausdruck und gebe das dann das erste Mal meinem lieben Partner Klaus bei der Arbeit. Ja, also man muss dazu sagen, ich mache das natürlich nicht alles alleine. Ja? Wie vielleicht manche schon mitbekommen haben, beruflich mache ich ja auch gerade Game Writing und in dieser Hinsicht und wir sind dann ein Drei-Mann-Team, also wir sind auch drei Männer. Klaus ist einer davon und der unterstützt mich gerade bei den ganzen Mechaniken extrem viel. Auch viele meiner Testspielenden gucken sich das halt auch gerne an. Also da bin ich halt froh, dass ich auch einen Manpool quasi oder einen Menschenpool habe, die da auch Bock haben, die da Spaß dran haben und da mitmachen, mich da unterstützen. Und dementsprechend wird das dann halt auch übernommen. Ne? Da habt ihr vielleicht auch, wenn ihr die Podcast-Folge schon zu dem Interview von der Testgruppe von der ersten gehört habt, einen Eindruck bekommen, wie das läuft. Da habe ich zum Beispiel so Leute drin wie Flo, der extremer Powergamer ist, der extrem durchoptimierte Charaktere macht, die einfach gerade was Kampf betrifft so hart einfach immer Facepalm für einen DM sind, weil das so schwer ist, gegen diese Charaktere zu agieren. Was da aber super ist fürs Testspielen, weil dadurch die Robustheit deines Abenteuers getestet wird. So. Oder halt so Leute wie Hannes dabei hast, die einfach so random so viel Anführungsstrichen Dummheiten machen, womit du einfach nicht rechnest, und einfach zu gucken, okay, ist dein Abenteuer auch gegen solche Sachen gefeilt, ja? Und das macht es halt unendlich wertvoll, wenn man solche Leute hat. Also auch Shoutout nochmal an euch, wenn ihr das seht oder hört. Vielen Dank echt da für den Support und für euren Enthusiasmus, dass ihr einfach so spielt, wie ihr spielt und das maximal in meinen Spielrunden auslebt. Das ist einfach klasse. Natürlich habe ich mir dann auch für diese ganzen Twists, die ich einbaue, viel Feedback geholt und die Encounter-Ideen selber, ja, die Tabellen und so weiter. Das muss natürlich alles getestet, durchdacht werden. Das ist auch sackenviel Arbeit. Wenn man sich mal die großen D&D-Module anschaut, ja, sind das ja auch immer Schreibteams von 10 bis 15 Leuten im Schnitt, ja. Und das sind dann allein die Schreiberlinge, dann gibt es noch einzelne Teams für Regeln, fürs Worldbuilding und die Mechaniken, ja, die einfach meistens auch noch größer sind als ich als Schreibteam, meistens auch nochmal 2, 3, 4, 5 Leute. Hängt halt sehr, sehr viel dran, ja, und wir sind halt immer noch im Korrektur-Run jetzt drin. Das Dokument ist zwar fast final fertig, das soll am 24. veröffentlicht werden.
sind da immer noch ein bisschen am Feinschliff dran. Das ist halt viel, viel Arbeit und ja, auch vor allem eine elendig nervige Arbeit, bin ich ehrlich. Also, ich kann den Text, also aktuell, ich kann den Text echt nicht mehr lesen. Ich habe den so viel gelesen, so viele Stunden immer wieder Korrektur gelesen. Vor allem das Ding ist, wenn ich mich auf irgendwas konzentriere, dann mache ich teilweise 6, 7, 8 Stunden am Tag nichts anderes, als diesen verkackten Text zu lesen und auf irgendwelche Fehler. Und irgendwann, du hast es so zum Brechen über, ja. Ich habe den jetzt seit Sonntag, wir haben heute Donnerstag, nicht mehr angefasst, also zumindest nicht mehr zum Lesen. Das ist auch gut für meine Nerven, ja. Also ich brauche das dann auch, diesen Abstand. Und dann ist auch wichtig, um dann nochmal diesen Abstand zu bekommen, um wieder Fehler zu sehen oder besser zu sehen. Das macht es wesentlich einfacher, einfach auch. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. So ein Abenteuer, gerade bei Dungeons and Dragons, will ja auch ein paar Maps haben. Und die habe ich natürlich auch fast alle komplett alleine gemacht. Mit Dungeon Draft bevorzugt. Und der liebe Markus, quasi der dritte Mensch im Bunde unserer, ja, ich nenne es mal Firmenstruktur, er hat dann vor allem die Sachen schön gemacht. Er kann Grafik ganz gut, ja, weil wie die Leute, die mich schon länger bei Instagram verfolgen, ich und Technik, ich bin wirklich, sorry, ich bin der absolute Kacknoob. Also, dass ich Windows überhaupt anbekomme und so Sachen jetzt mal übertrieben gesagt, ey, das ist ein Wunder der Natur, dass das passiert. Und so gerade Richtung Layout, Grafikbearbeitung, da ist Markus echt extrem stark drin. Der macht ja auch meine Insta-Designs, dass das so aussieht, sich da so schön einfügt mit dem Pergament und so. So, ey, wäre ich total aufgeschmissen. Ich habe keine Geduld dafür, kein Skill dafür, finde ich alles bäh. So, ich bin Schreiberling, damit bin ich glücklich. Ja, das ist halt dann einfach auch schön zu sehen, dass das ja andere Leute einfach super können. Und das wertet so ein Abenteuer extrem auf. Ja, das meiste Feedback, was ich auch zu einem anderen Abenteuer, Valentinsabenteuer, was wir da veröffentlicht hatten, bekommen habe, oh, das sieht aber professionell aus und das sieht aber schön aus. Das ist natürlich immer schön zu hören. Tut aber ein bisschen weh, wo ich mir denke, ja, danke, dass das Abenteuer auch cool ist. Aber das Auge isst halt mit und das Visuelle ist halt unendlich wichtig bei solchen Design-Sachen. Und ihr wisst halt selber, wie es ist. Gefällt die Grafik nicht, gefällt das Layout nicht, spielen wir halt Games meistens auch nicht, egal ob Rollenspiel oder was auch immer. Also oft, ja. Bei Rollenspiel ist es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Aber halt unheimlich wichtig, ja. Und Markus hat halt die ganzen Rahmenlayouts gemacht. Wir haben zum Beispiel auch so schön ein bisschen grünlichen Hintergrund gemacht. Er hat das Coverbild gemacht, schön mit der Hexe drauf. Für die Porträts, für die NPCs hat er auch die Layouts gemacht, für die Karten auch schön mit Dornenranken, so ein bisschen verdörrt und auch unten bei den Seiten immer wieder so diese Trenner, auch so Dornenranken. Alles so Sachen mega schön geworden und werten das Abenteuer extrem auf. Also geben dem auch genau diese Stimmung, die ich mir da vorgestellt habe. Ja, solche Sachen. Also das auch für die Beschriftung, nochmal ein bisschen Effekte mit Blenden und so weiter, wie das alles heißt. Ich habe nicht so viel Ahnung davon. Und ich will jetzt auch gar nicht so viel noch weiter da ins Detail herumlamentieren. Nicht, dass das Menschen sehen, die davon Ahnung haben und sagen, was labert der da für Scheiße? Auf jeden Fall ist das viel Arbeit und ich bin mega dankbar dafür, dass mir das auch abgenommen wird. Und auch da sieht man, ne, was so Illustration und so weiter betrifft, kann ich natürlich nicht in der Form aufwarten, wie so ein D&D-Modul ist klar. Das ist einfach so. Wir behelfen uns da viel mit Stockart und Free Art, die wir dann selber anpassen und modellieren. Das ist dann einfach so, da bin ich ehrlich, da bin ich transparent. Aber es sieht trotzdem meiner Meinung nach immer super schön aus, was Markus da draus macht. Und das kostet natürlich auch viel Zeit, weil Markus ist natürlich auch kein gelernter Grafiker, ja. Oder Illustrator, der hat sich das so beigebracht und wird auch immer besser darin, wie ich finde. Und da auch nochmal großes Shoutout, dass Markus das alles so schön macht, auch so gut umsetzt, wie ich mir die Stimmung vorstelle. Und ja, da wachsen wir einfach alle drei dran, wie man das halt immer besser macht oder halt hinbekommt. Und dann auch so diese Kleinigkeiten, weil er hat halt. Man merkt es halt richtig, wenn wir drei zusammenarbeiten. Wie gesagt, ich bin der kreative Chaot, der exzessive Schreiber und so, der, ich sag mal, der Bühnenmensch. Ja, ich rede gerne in so einer Kamera mit euch. Ich könnte den ganzen Tag irgendwie so streamen und so Seiten machen. Das ist so mein Ding. Mir macht das Spaß und Interaktion, Community. Ja, und immer so chaotisch und hier und da und überall. Ne, Klaus ist dann eher so auch mit Struktur und im Layout und wir gucken mal da drüber, wie das gut funktioniert. Ordnung, Chris, jetzt mach mal langsam und ruhig und so.
Ja, Markus ist halt auch so der Mensch, der hat das Auge für das Schöne, ne? So gewisse Layout und so Sachen, ich sehe das einfach auch nicht. Ne? Das ist wie, wenn man auf eine Webseite geht, ne? Das sind viele so Sachen wie mit Login und so weiter. Wenn das einfach reibungslos funktioniert, nehmen wir das einfach als gegeben hin, weil wir sind es ja gewöhnt, das ist ja Standard. Wir loben das nicht, weil wir nehmen es so an sich nicht wahr. Aber wenn es nicht da ist, fällt es uns auf und dann finden wir es kacke. Und das ist bei so Sachen genauso mit dem Layout und dem Design und den Bildern, also der Optik. Wo ich dann so sage, Markus hat ein unendlich schönes oder ein gutes Auge für das Schöne, was mir halt fehlt, was ich immer mehr lerne dadurch, natürlich, weil ich halt das Feedback bekomme und er mir Sachen erklärt, was es einfacher macht, natürlich für ihn dann schon, wenn ich ihm Sachen beschreibe, ne? Weil er sagt halt auch immer, erklär mir mal, was du willst. Und er dann immer sagt, okay, das ist teilweise schwierig, weil so wie du es erklärst, hilft mir nicht so, ja, dann natürlich sich auch anzupassen und zu gucken, in der Zusammenarbeit, das ist natürlich auch kommunikativ viel Arbeit, vor allem wenn man als Team neu ist und von den Themen nicht so die Ahnung hat. Was muss ich als Schreiberling einem Illustrator, einem Grafiker wie sagen, damit er die Dinge so umsetzt, wie ich mir das vorstelle? Ja? Das sind auch so spannende Prozesse, die natürlich auch im Hintergrund viel, viel Zeit kosten und auch teilweise nerven, weil wir streiten uns zum Teil natürlich auch sehr über Dinge, ist auch klar. Und nehmen wir mal den Feenhain zum Beispiel. Wir haben das ganze Setting sehr eher düster, wie gesagt, skurril, düster Hexen. Und das spiegelt sich natürlich wieder. Ja, so die Brauntöne in dem Rahmen, das Dokument eher so olivgrün, so ein verwunschener Wald und diese Dornen überall. Ja. Und der Feenhain ist ein bisschen anders. Dieses Dorn-Setting hat er auch, wie gesagt, sehr farbenfroh und bunt. Da haben wir uns zum Beispiel eher für ein helles, leuchtendes Grün entschieden, was wieder so ein bisschen dieses Lebendige und das Schöne. Das sind alles so Sachen. Auf die Ideen kommt Markus dann. Der sieht das, Komposition, alles Bild, ja, stimmig und so. Einfach mal grün, so. Denn das ist halt einfach super. Dann. Das passt dann schön und ja, ist schön. Wie man vielleicht hört. Freue ich mich drüber. Das sind dann so Sachen, das gibt diesen ganzen Dingen dann einfach so viel. Und diese kleinen Details, die einfach gar nicht so auffallen, die fressen halt immer die meiste Zeit dann. Aber das sind die, die so super wichtig sind und das dann halt einfach so geil machen. Ne? Ich glaube so, ja, das ganze Abenteuer würde ich mal so bestimmt insgesamt 500, 600 Arbeitsstunden reingeflossen, denke ich. Ja, das ist schon echt allerhand. Das ist sackenviel Arbeit. Teilweise natürlich, es ist natürlich auch projektfördernd, was wir da machen. Aber ist es irgendwo auch nebenbei. Ja, Hauptberuf, Hauptfokus ist natürlich irgendwo anders in unserem Projekt. Aber das halt mitzumachen nebenbei ist dann schon. Ja, und wenn man dann so Deadlines hat, wenn man zum Beispiel dann auch fürs Marketing oder so dann Bloggern das geben möchte für eine Rezension oder ähnliches, da haben wir halt dann einfach auch mal innerhalb von 2 Tagen jeder bestimmt 30 Stunden dann gearbeitet. Einfach mal durch, so, oder mehr pro Person, weil die Deadline halt Oberkante, Unterkante war. Ja, man macht es ja zum ersten Mal in der Größenordnung. Man verkalkuliert sich irgendwie, man hat was vergessen, da war ein Fehler, der einen Rattenschwanz mit sich zieht. Und das ist halt alles sowas, ja. Beste Beispiel. Was ein riesen blöder Rattenschwanz ist. Nehmen wir mal das, mein Design. Ja, ich arbeite ja mit Kapiteln und Szenen. Ich habe mich hier entschieden, weil die Szenen nicht sonst wie viele sind, das alphabetisch zu machen. Also ich habe jedes Kapitel, ich habe mit Szene A angefangen und die letzte Szene ist, glaube ich, Q. So, ich habe zwischendrin aber die Szenenstruktur ein wenig geändert von den Buchstaben her, weil ich eine zwischengefügt habe am Ende, habe das Markus aber nicht mehr kommuniziert. Und in den Battlemaps hat er dann immer P1, P2 für die Räume reingemalt und dann hat das hinten raus nicht mehr gestimmt. So, das stellst du dann 3 Stunden oder so vor Dings fest, vor der Abgabe oder so, das sind dann so Sachen, wo du so denkst, oh nee, Freunde, was hast du da wieder für Scheiße gemacht? So, wenn du dann schon 12 Stunden gearbeitet hast, den zweiten Tag nervlich irgendwie hier bist, ja, und dir so denkst, oh nee, Alter, jetzt noch so ein Scheiß. Aber das ist halt dann, also, das sind die Sachen, die dann so mitlaufen, ne? Da ist auch jeder unterschiedlich von uns dreien drauf, ne? Markus ist dann eher so die Frohnatur und der auch sagt, ja, ist so, ich bin eher so der Typ, der dann nervlich eher so der Zähneknirscher ist und ich bin dann eher so, ich werde dann wütend, ich bin dann unzufrieden und ja, ich bin ein eher unangenehmer Mensch, wenn ich in so einer Stimmung bin. Das ist immer ganz gut, wenn ich alleine irgendwo rumsitze, weil ich dann sehr, sehr, sehr großes Nervenbündel werde.
In der Regel entschuldige ich mich danach auch immer. Das tut mir dann auch mal leid, aber das ist dann einfach leider so. Ja, und so gehen wir halt mit Dingen um, muss ich auch lernen, mit so einem Stress umzugehen, das besser zu machen. Und ja, das ist Wahnsinn, wenn man so ein Abenteuer schreibt und das veröffentlichen will und was da so dranhängt und wie man auch persönlich an diesen Dingen wächst. Ja, das sind auch so. Natürlich habe ich diesen Druck nicht. Ja, ich muss jetzt noch nicht extrem so davon leben, wo ich sage, da hängt jetzt sonst was von mir ab, aber ich versuche diesen Leistungsgrad irgendwie zu halten, wenn ich sage, hey, ihr kriegt Ende September das, ich habe das jetzt angeleiert und dann ist mir das wichtig und irgendwo mein Name und alles drum und dran. Ich weiß, die Leute sind total cool, wir haben es 3 Tage später abgegeben, die waren alle total nett und sonst was. Aber das macht halt was mit mir und ich habe halt einen Anspruch und dann stresst mich das natürlich so extrem hart. Ne? Und das ist dann interessant für sich zu erleben, wie viel Stress kannst du überhaupt ab? Wie viel mutest du dir hier zu? Wie viel musst du und wie lange könntest du das auch dauerhaft durchhalten? Weil wir sind mal wieder bei dieser Hustle Culture. Ne? Ich finde das geil. Ich habe das jetzt erst bei Hauke im Stream gesehen. Der hat da auch nochmal drüber geredet. Dann ist mir das auch nochmal bewusst geworden, weil ich bin ja nur auch selbstständig. Ja? Selbst und ständig sagt man immer. Und ja, musst du mal viel arbeiten. Wenn du nicht viel arbeitest, bist du nichts. Und das ist ja auch so bei Arbeitnehmern ganz oft. 12 Stunden, 15 Stunden und ich meine, ich habe auch im Schnitt 50 bis 60 Stunden Woche habe ich immer. Ja, früher habe ich mich extrem profiliert damit und im Funken ist es immer noch so, wo ich bin schon irgendwie stolz drauf, dass ich viel arbeite. Das ist so mein, ich weiß nicht, ob das mein Deutschschein ist oder ich einfach nur so doof sozialisiert bin. Aber ich versuche mir das aber abzugewöhnen, dann auch nicht abschätzig auf Menschen zu gucken. Das habe ich nämlich bis 1-2 Jahren auch noch extrem gemacht, so nach dem Motto, ja, nur so ein 9-to-5-Job und nur 40 Stunden oder noch weniger. Und hey, wo ich mir sage, ey Chris, Alter, das ist so, ey, du bist so ein Dödel, ne? Wenn du selber so viel arbeitest, dann such dir das aus, mach das, wenn du Spaß hast. Aber zum Beispiel mit diesem Stresslevel, was ich gerade angesprochen habe, wenn ich das permanent fahren müsste, ich würde so kaputt gehen daran. Das meine ich mit Hustle Culture. Das ist so toxisch, weil da leidet alles drunter. Freundschaften, Beziehungen, ey, so stressig wie ich bin, meine arme Freundin, die kriegt die Scheiße ab, selbst wenn nicht unbedingt aktiv, die merkt das, dann leiden so viele Sachen drunter, habt ihr Kinder, ja, das ist genauso, die spüren das und unsere kleinen Würmer, wie gesagt, ich habe keine, aber die merken das, die spüren das und wenn du traurig bist oder ähnliches, die leiden damit, die sind empathisch, die kriegen das hin, auch Tiere, Hunde, Katzen, was auch immer ihr habt, die merken das auch, ja, ich bin ja Team Hund, ey, die Tiere sind empathisch, wenn du traurig bist, ihr Scheiße geht, der Hund merkt das, so, wenn dein Hund dich liebt, dann tut ihm das weh. So, meine Annahme. Zumindest sieht der Hund immer so aus, den wir haben. Also familientechnisch haben. Und das sind alles so Sachen, ja. Und da muss man halt auf sich Acht geben. Und das sind alles so Sachen, die man dann auch so lernt in so einem Prozess. Und das finde ich halt unendlich geil. Das macht auch Spaß, auf diese Grenzen auszutesten mal eine Weile und dann zu gucken, was geht. Ja, und sich dann auch zu belohnen. Ja, ich weiß noch, als das erste Ding durch war, ich glaube, ich habe mir eine Packung Ben & Jerry's geholt, weil ich das so gerne esse. Habe mich dann nur hingesetzt, mir diese Streams angeguckt und dann so diese Mittelfingerstimmung, so LMAA und gesagt, also ich fresse jetzt diese Packung Eis und lass mich in Ruhe. So. Das sind alles so Momente, die da mit reingehören. Ja. Und es ist halt viel, viel Arbeit. Ich weiß, es ist jetzt viel so diese persönliche Ebene. Hat gar nicht mehr so viel mit dem Schreibprozess selber zu tun, aber das sind alles so Entwicklungen, die mitlaufen. Und ich glaube, das ist in größeren Teams halt genauso. Die haben auch ihre Stressphasen. Das ist natürlich anders organisiert. Ich hoffe, besser auch, ja. Aber man hat halt den Zeitdruck. Und man hört das ja auch ganz oft bei diesen mit Kickstartern. Ne? Nehmen wir mal die Rollenspielszene. Und dann halten die ihre Deadlines nicht und ähnliches. Da wird immer so böse geschimpft und weiß ich. Und wenn man sich mal so interner mit Leuten noch ein bisschen unterhält, ein bisschen mehr mitbekommt, die haben halt alle diesen Druck dann irgendwann. Ja, das ist nicht in der Regel nur, weil die mit Absicht dann einfach fehlkalkulieren. Natürlich versuchen die relativ knapp zu kalkulieren, zu gucken, wir wollen das so schnell wie möglich liefern und da so machen, aber dann kommen immer mal wieder irgendwas dazwischen, ob es nur höhere Gewalt ist, irgendein Lieferant, ein Partner, Druckerei oder eigene Fehler. Mein Gott, gerade wenn wir unter Druck arbeiten, ist das so mega krass. Das ist halt immer oft schwierig, wenn ich dann teilweise so Hasskommentare so lese, in Anführungsstrichen, klar kann man dann irgendwann meckern, wenn das über Jahre immer so ist, will ich nicht bewerten, kann ich auch nicht bewerten, weil ich da nicht drin bin, aber teilweise denke ich mir mal, ich finde es schade, dass die Leute teilweise mit so einem böswilligen, also böswillig im Sinne von sehr stark negativ von Emotionen aufgeladen reagieren, weil ich glaube, weil sie oft einfach diese andere Seite nicht genug verstehen, weil die ist natürlich auch sehr intransparent, ja.
Ich meine, wie oft hat man dann Einblicke genau in diese Sachen? Ist ja oft einfach nicht so gegeben. Und das, denke ich halt einfach, macht auch viel dafür aus, weil wir Menschen, das ist das, was ich oft in meinem Leben festgestellt habe, sehr dazu neigen, Dinge zu bewerten. Natürlich, ist klar. Aber wir bewerten sie tendenziell erstmal negativer, gewisses Verhalten, wenn wir es nicht verstehen. Weil wenn wir Sachen nicht verstehen und kein Verständnis dafür haben, ist blöd. Aber wenn wir Sachen dann verstehen, die für uns Sinn ergeben, sind wir meistens sehr viel offener im Umgang damit. Das hatte ich früher schon. Ne? Jeder Mensch hat ja Eigenarten. Ich habe natürlich auch so meine Eigenarten, die teilweise sozial nicht unbedingt so cool sind, ja, die nicht so Spaß machen. So, da hatte ich früher im Freundeskreis auch so Leute dabei, gerade als das Studium, ne, als es angefangen hat, und die dann gesagt haben, oh, ist immer nervig mit dir, Chris, und das da, bist du immer so und bla und blub. Ja? Und ich halt einfach auch mal keine Lust hatte, dann immer zu erklären zu müssen, warum ich so bin. Ja? Und irgendwann habe ich das teilweise gemacht und dann habe ich immer ganz oft diese Reaktion, ah, okay, ja, verstehe ich ja. Dann war das auf einmal in Ordnung. War natürlich trotzdem nervig, aber das sind so Sachen, das kann man auch auf diese Dinge übertragen, zu sagen, hey, sich einfach mal versuchen reinzuversetzen, hat vielleicht einen Grund, warum die Leute immer wieder, ich sag mal, verkacken, in Anführungsstrichen. Klar, irgendwann ist die Grenze erreicht für jeden persönlich, besonders wenn man betroffen ist. Ich meine, es gibt genug Geschichten, wo die Leute gefühlt jahrelang auf einen Kickstarter warten oder ähnliches. Ich verstehe das. Aber ich wünsche mir da halt immer gern so ein bisschen mehr Transparenz und so gegenseitiges Miteinander, weil letztlich sind wir ja aus einer Community-Bubble und wollen irgendwie Rollenspiele. Die einen wollen etwas schaffen und verbreiten und davon leben, ja. Die anderen wollen es gerne konsumieren und ihr auch schwer verdientes Geld dafür ausgeben und da Spaß haben mit ihren Freunden oder anderweitig. Und ich denke, wir können da gut zusammenkommen auf der Ebene. Aber es braucht halt dann mehr Verständnis auf beiden Seiten. Ne? Nicht nur natürlich nicht auf der einen. Ich will jetzt nicht sagen, die bösen, bösen Kunden, ja, die meckern da immer. Es ist ja auch normal, es ist ja auch menschlich. Ich meine, ich mache das auch genug, dass ich über irgendwelche Sachen rumhate. True Stories ist halt so. Aber zurück zu dem Abenteuerprozess. Deswegen finde ich das halt immer wieder spannend, das auch immer mehr kennenzulernen, wenn man sowas selber mal durchläuft. Wie schwer das ist mit Deadlines, vor allem wenn man Anfänger ist und keine Ahnung hat, was man macht, sich Strukturen schafft. Ja, wie ich auch in den Videos davor gesagt habe, das ist wie beim Abenteuerbauen. Ich kann euch jetzt sagen, wie man Abenteuer baut. So kannst du das machen. Oder so baust du Abenteuer. Das ist immer wie die Formulierung, so diese Clickbait-Dinger. Ich sage ja immer gerne, das kannst du so machen. Okay, ich sage auch gerne mal sollte. Bei manchen Sachen sage ich wirklich sollte. Aber mir ist halt immer wichtig, dass die Leute verstehen oder ihr versteht, dass das halt immer Angebote sind und dass das eine Möglichkeit ist, Dinge zu tun. Das ist wie beim Verlag oder bei diesen Schreibprozessen. Jede Firma wird wahrscheinlich irgendwie gewisse andere Strukturen haben. Gewisse Sachen werden immer gleich sein. Ja. Ist wie beim Worldbuilding und du brauchst irgendwie Orte, du brauchst NPCs in der Regel, egal ob das Tiere sind oder was auch immer in deiner Welt, du brauchst gewisse Dinge, ja, die funktionieren. Du brauchst Informationen, du brauchst Herausforderungen, das macht die Art von Spiel einfach keinen Sinn. So. Das ist beim Schreiben genauso. Du brauchst eine Korrektur, du brauchst ein Lektorat, du brauchst Layout, das sind alles Sachen, aber jeder geht halt anders ran an die Dinge. Meine Vorstellung davon, das macht dann halt so ein bisschen den kleinen Unterschied. Ja. Bis das Ding dann irgendwann mal fertig ist. So, dann gewöhnt man sich vielleicht dran. Ich hoffe, ich bin dann irgendwann nicht mehr so ein Nervenbündel in Zukunft und denke mir so, nein, ein bisschen Nerv darf auch dabei sein, weil man hat ja auch eine gewisse Verantwortung dann und man, wenn man was verspricht, so nach dem Motto, ihr kriegt das dann am 30., habt am besten schon dafür bezahlt, dann wäre es natürlich auch super, wenn ihr das am 30. bekommt, weil ich habe euch das ja versprochen und ihr habt mir Geld dafür gegeben, ja. Das wäre dann natürlich dann super. Ja. Ansonsten, wie gesagt, sind wir noch, um mal wieder endgültig zum Thema zurückzukommen, das war jetzt so viel Real-Life-Talk irgendwie, zu sagen, hey, ganz viel Korrekturschleifen, ganz viel Lektorat noch und dann durchexerzieren. Wir müssen jetzt noch die Fluff-Bilder reinmachen, weil wir sind gerade an einem Stand, wo wir das Dokument komplett fertig gelayoutet haben, komplett fertig korrekt Tour gelesen haben und die Struktur stimmen, aber noch Lücken haben für so Fluff-Bilder. Ja? Erstens sind Bildchen immer ganz schön. Wie gesagt, ich bin ja da nicht so professionell. Ich glaube, da gibt es bestimmt noch irgendwelche Mindestmaße an, wie viele Bilder alle paar Seiten irgendwie sein sollten. Gerade Dungeons and Dragons hat da, glaube ich, einen relativ hohen Standard gelegt. Kenne ich mich nicht so gut aus. Wir gucken da primär da, wo Lücken sind, damit ich nicht unnötig viel sinnlosen Text reinschreibe. Füllen wir das mit sinnvollen Bildern, die dazu passen zur Stimmung. So arbeiten wir erstmal primär. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber ich finde einfach wichtig, dass das Gesamtergebnis dann einfach schön aussieht, dass alles zusammenpasst.
und die Leute einfach Freude an dem Dokument haben und sagen, hey, also bei uns, es wird 10 Euro kosten. Ich finde, das ist ein sehr fairer Preis für das, was man da bekommt. Und ich möchte einfach, dass die Leute da mit einem Gefühl rausgehen und sagen, hey, ich habe da 10 Euro bezahlt oder unsere Gruppe hat da 10 Euro bezahlt. Wir hatten da ein paar Abende mega viel Spaß mit. Ich kann mir da auch noch Sachen mitnehmen, die ich für andere Abenteuer benutzen kann. Oder ich spiele das gerne auch nochmal in einer anderen Gruppe, weil mir das Leiten so Spaß gemacht hat. Oder wir spielen in der gleichen Gruppe nochmal mit anderen Charakteren, weil wir andere Orte noch kennenlernen würden. Das wäre so meine größte Belohnung natürlich neben dem Geld. Bin ich ehrlich, ich freue mich natürlich auch, wenn ich daran verdiene, weil ich möchte langfristig mich gerne mit Game Writing und so weiter auch finanzieren. Rollenspiel ist mein Herz und meine Passion und da möchte ich natürlich damit auch gerne Geld verdienen und mich da langfristig positionieren und verbessern. Und da wünsche ich mir natürlich auch, dass da was rumkommt, bin ich ehrlich, ist klar. Aber einfach diese, wenn Leute darüber reden und dann sagen, wir hatten so viel Spaß und das war toll und nicht mal diese Prämisse, oh, habe ich geil gemacht, so, ja, sondern einfach zu sehen, wie sehr, also auch in meinen Testspielgruppen oder wenn wir allgemein über unsere Spielrunden reden, einfach zu sehen, wenn man in Erinnerung schwelgt, auch Jahre später und dann irgendwas hängen geblieben ist und darüber redet und man dann noch zusammen lachen kann, wenn man sich daran erinnert und einfach diese schönen Momente, Stunden, Minuten, was es auch immer war, die man miteinander verbracht hat, einfach nochmal hochzuholen. Und gerade in diesen Zeiten, die wir jetzt haben mit Corona. Ich meine, gut, mit Impfungen und jetzt zu der Zeit geht es ja gerade noch, dass wir zusammensitzen dürfen. Ich meine, Online-Spielen ist eine super Alternative, aber es gibt dir nicht das gleiche Gefühl, wie zusammen an einem Tisch zu sitzen und diese unvergesslichen Momente zu schaffen, echte soziale Interaktionen zu schaffen, die wir mit Menschen haben, die wir im Optimalfall mögen. Ja? Und das ist so wertvoll und das ist einer der Dinge, die so schön sind und das, ja, da wird mir immer so, kriege ich jetzt schon Gänsehaut, so, ne? Da wird mir immer so warm ums Herz, das einfach zu sehen, wenn Leute solche Momente haben und ich Teil davon war, ich meinen Teil dazu beigetragen habe, dass diese erinnerungswürdigen Momente entstanden sind, weil wir als Gruppe zusammen was geschaffen haben. Und wenn ich das mit einem Abenteuer schaffe, was ich geschrieben habe und andere dann als Gruppe innerhalb dieser kleinen Welt solche Momente für sich schaffen, das ist einfach eine Belohnung, für mich, wo ich sage, das kannst du auch mit Geld nicht aufwiegen. Das ist einfach, ja, weiß ich nicht, kann ich gar nicht ausdrücken. Ist einfach unendlich schön, ja. Und ja, das macht mich dann glücklich und das sind die Dinge, die mich dann antreiben, zu tun, was ich tue. Auch diesen Instagram-Kanal zu führen, ja, damit verdiene ich ja auch kein Geld und das ist relativ viel Zeit. Und ja, einfach, wenn Leute mir dann schreiben, hey, ich habe da die Idee, und ich habe mir da mal das von dir angehört und das hat mir da weitergeholfen. Und das ist einfach super toll, dass die Leute einfach ein schöneres, besseres Spielerlebnis für sich haben konnten oder mehr Selbstsicherheit gewonnen haben durch die paar Dinge, die ich dann weitergegeben habe, ja, die für mich so einfach schon selbstverständlich geworden sind. Und das ist einfach viel, viel Belohnung. Das tut mir einfach unheimlich gut und da freue ich mich drüber. Und ja, ich hoffe, es gibt in Zukunft dann noch viel, viel mehr solcher Momente, die wir da gemeinsam irgendwie schaffen können. Denn wie ich immer so schön sage, ein Kopf mit Kreativität ist schön, viele Köpfe sind kein lineares Wachstum, sondern exponentiell wesentlich mehr und ja, wir sollten uns da mehr austauschen und reden und Ideen austauschen und uns inspirieren lassen. Ja, und damit möchte ich die Folge auch abschließen, sonst schweife ich noch mehr ab und ins Schwelgen, ja, diese Ode an das Rollenspiel und an die Community einfach, sonst wird das nie ein Ende nehmen. Ich hoffe, dass euch diese Einblicke, ja, irgendwie, dass die spannend für euch waren, dass ihr es interessant fandet. Wenn euch die Episode auch diesmal gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo bzw. ein Follow da und schreibt gerne in die Kommentare, ja, wie ihr das, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet und gerne, ob ihr mehr sowas in Zukunft sehen wollt, ob ich euch mehr in meine Arbeit mit einbinden soll, was ich mache, mehr so, ich sag mal, Tagebuchsachen, was weiß ich, einfach teilhaben am Prozess lassen, wie das so läuft und ja, ansonsten für Feedback und weitere Spielleiter-Tipps, wie gesagt, findet ihr mich wie immer auf Instagram. Da erreicht ihr mich auch am besten, wenn ihr mir eine PN schreibt. Ansonsten kann ich nur sagen, tschüss und bis zum nächsten DM-Talk. Euer Chris.